Und wie kommen wir jetzt hier weiter? Oh, eine Fackel. Ja, vielleicht das Ding dort abwerfen. Ja, bin ich jetzt hier so. Ah, hier. Die Fackel, die Fackel, die Fackel. Direkt vor unserer Schnauze. Ja. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Bewegt sich schon von selbst. Ja, ich lasse los. Achtung. Hör bitte auf. Ja. Nee, hör nicht auf. Schaffst du das? Unverzüglich. Na, großartig. Okay, verstehe. Ja. Kannst du das mal normal machen? Kannst du das übernehmen? Wird gemacht. Okay, in Sicherheit. Das waren zwei von uns. Denkst du, du kriegst das hin? Ich kann nicht, Amicia. Ja. Das musst du machen. Ich kann nicht. Kannst du das übernehmen? Wie kommen wir da jetzt rüber? Ja. Machst du nochmal, oder? Wir kommen nochmal rüber und dann gucken wir nochmal. Schaffst du das? Unverzüglich. Hier kommen wir scheinbar nicht durch. Oder doch? Ah ja, das ist eine Fackel. Hier überarbeite ich da hinten nicht. Denkst du, du kriegst das hin? Los, Hugo, genau so. Und wie sollen wir das jetzt? Ach so. Jetzt haben wir einen Stock. Und nur. Ach, er nochmal. Und dann kommen wir zurück und dann kommen wir den Weg dort lang. Sehr schön.
können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Hier ist noch ein Feuer. Ah ja, eine Munitionstasche. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ah, jetzt haben wir alles auf Stufe 2. Das ist großartig. Ja, und nun? Hier kommen wir scheinbar nicht lang. Und hier auch nicht wirklich. Ah ja, hier. Ich weiß, was los ist. So lang. Okay. Wisst ihr nicht? Als ob. Weil die nicht gesprungen ist. Das nochmal aufrüsten. Das sieht schon viel besser aus. Schieben. Mit einer Kette festgemacht. Ich sehe es. Macht euch bereit. Wir müssen im Licht bleiben. Stein. Los, los! Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Na gut, es hat funktioniert. Und jetzt hier weiter. In dem Sinne Laterne zerstören. Okay, was können wir anzünden? Wie können wir hier weiter? Da können wir weiter. Ah ja. Das wird nicht funktionieren. Sag ich ja. Funktioniert. Okay, okay, okay. Stein. Oha. Nein, raus. Sind das etwa? Ja. Tote. Na, Steine.
Na toll. Das ist ein ganz schön weiter Weg bis dort hinten. Und hier ist ein ganz schön großer Haufen. Wie soll denn das was werden? Das ist aber knapp bemessen. Sehr knapp. Funktioniert. Ja, vielleicht versuchen wir es mal über die Seite hier. Wenn es darüber nicht geht. Und so wurden die Scharfschützen geboren. Da, auf dem Turm. Sind das etwa? Ja. Tote. Okay, hier geht's nicht lang. Sehr schön. Also müssen wir da hinten lang. Hier wollen wir nicht. Dann müssen wir den langen Weg nehmen. Und den Menschen geht's nicht. Nehmen wir den direkten Weg. Schön, dass hier eine Fackel wäre, die mal abgebrochen ist. Immer so kurz vorm Ende. Mal guck mal, du sitzt mit dem einen Hüpfer noch nach vorne und du wärst dran. Ich weiß auch nicht. Ah ja, der hier. Müssen wir jetzt ausschalten, so war das. Eine Laterne. Sehr schön. Und jetzt müssen wir uns die Fackel dort holen. Da, auf dem Turm. Sind das etwa? Ja. Tote. So, hier. Das hat ja sehr gut geklappt. So, da müssen wir den langen Weg hier gehen. So schnell los. Können wir irgendwie rennen? Ne, sieht nicht so danach aus. Nur blöd, dass dieser Fackel hier fehlt. Ich würde das hier, dadurch wird das hier schwierig. Ja, am Ende. Kurz vor der Fackel. Das ist halt immer, da habe ich schon mit schon beim letzten Stream verzweifelt dran. Muss doch irgendeinen Weg geben. Vielleicht können wir irgendwie auf den Turm drauf oder mit dem Katapult uns irgendwie. Erstmal den hier loswerden. Vielleicht sollten wir ihn auch am Leben lassen. So viel das Klüger, dann hätten wir da noch ein Licht. Da, auf dem Turm. Sind das etwa? Ja. Tote. Vielleicht können wir hier irgendwie. Die Sache ist ja mit dem Turm verlinkt. Ist ja mit dem hier. Das
könnte mir vorstellen, dass daraus was wird. Vielleicht darüber gehen und da irgendwie an dem die Seilwinde irgendwie betätigen, aber so lange haben wir doch kein Licht. Das wird doch nichts werden. Okay, wir versuchen es mal. Hier jetzt rüber. So, wenn wir jetzt hier Fackel entzünden. Hier mal durchgehen. Okay, da kommen wir nicht hin. Hier am Rädchen drehen. Sobald die Fackel aussieht, geht's in welche geliefert. Nee, das klappt schon mal nicht. Das können wir nicht tun. Es hat funktioniert. Was wäre denn, wenn wir den leben lassen? Ich hoffe, dass er uns da nicht tötet. Und uns hinter ihm lang schleichen. Was wäre denn mit der Idee? Also noch hat er uns nicht gespottet. Dann können wir doch hier vielleicht den Weg gehen, dass wir hier eine Fackel mitnehmen. Was ist das? Da drüben geht doch was vor sich. Okay, ich fürchte, wir müssen ihn umbringen. Okay, hier können wir auch eine Fackel entzünden. Geschickt. Kommt doch mal her. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Ja, befürchte ich auch. Fione. Mit Fackel sneaken können wir nicht. Franzosen. Okay, wir müssen seine Fackel ausmachen. Seine Leuchte. Und ich versuche es nochmal trotzdem, mich irgendwie hinter ihm herzuschleichen. Vielleicht. Vielleicht, wenn er da lang geht und nicht zu uns guckt, das hat bisher mal was gebracht. Von hier aus mal die Flamme machen. Und Umständen. In welche Richtung guckt der? Das wird ausschlaggebend für unsere Sache. Der guckt nicht in unsere Richtung. Nein, ich glaube nicht. Also sobald wir die Fackel entzünden. Na, jetzt geht er da lang. Ich versuch's mal. Sneaky. Hey, dann deckt er uns doch. Ich müssen wir, wenn wir dort sind, bei seiner Lampe das Licht ausknipsen. Haben wir es nicht mehr so weit, aber mit Fackel können wir, glaube ich, keinen Stein werfen, oder? Nee, das ist. Es klappt so nicht. Wir müssen einen Weg finden an der Mauer entlang, irgendwie an ihm vorbeizukommen. In der Laterne können wir nicht leben lassen. Das ist halt eine viel zu lange. Auf dem Turm sind das etwa? Ja. Das ist eine viel zu lange Strecke. Wenn wir irgendwie eine Möglichkeit hätten, den Turm runterzuwerfen. Oh. Sekunde. Das ist gut, wenn sie brennen. Das können wir benötigen. Das ist gut, dass ich das nicht gesehen habe.
Dass ich das nicht gesehen habe, ist nicht gut. Das können wir doch nutzen. Rätsel gelöst. Wenn man eine Kleinigkeit nicht sieht, jetzt können wir auch von hier aus prinzipiell. Ja, von hier aus haben wir jetzt Licht genug. Ah ja, hier gibt es das nächste. Und da müssten wir jetzt wieder einen Weg finden. Oh, hier hoch vielleicht. Ja. Ich helfe dir hoch. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Gott. Oh, shit. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Hier irgendwo lang, hier sind über Fackeln. Aber vor allem vor den, zumindest vor den Ratten, keine Angst zu haben. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Okay, wie sollen wir es jetzt hinkriegen? Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß, vorbeischleichen. Dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Jetzt hier einen Stein werfen. Sekunde. Jetzt. Das war ein Geräusch, oder? Ich denke schon. Und hinter ihm vorbei. Sehr gut. Jetzt weiter hier. Ich hätte schwören können. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Na, endlich. Na, wenn das nicht keine Überraschung gibt. Achtung! Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wieder versprochen. Vorbei. Sicher nicht. Da wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Nein, 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 nein. Wir sind nicht da. Scheiß Verbrecher. Die scheiß Verpetzer. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Hinterher. Da, da, sie fliehen. Jetzt schnell. Nein. Lauf! Amicia! Lass mich los! Ah, shit. Das ist nicht gut. Beschädigte Güter. Ich wollte mich schon gleich beklagen, dass wir zwei neue Mitglieder in der Bande haben. Zwar laufen da irgendwann zu 20. rum, das ist jetzt schon zu dritt. Schwierig. Was dann? Na toll, jetzt sind wir in Gefangenschaft. Hey, Kleine, aufwachen! Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich? Hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Rune. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Du bist keiner mehr, der... Geld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Gibt keiner mehr, das bezahlt. Alle tot. Räudiger Köter.
Ah, die Ninjas. Jetzt fliehen. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben meine Schleuder. Die brauchst du nicht. Kriegen wir jetzt echt mal ein Schwert oder was? Hurra. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Die Flaschen da. Versperrt er uns den Weg. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Ja, ich... Na los. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Ich hätte schwören... Rico ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Ich folge ihr einfach nur für dich. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Nein. Wir müssen den Weg freiräumen. Die Valois-Dörfer hier gefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ah ja. Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Ja. Das Feuerbecken ist aus Metall. Nein, sie würden uns den Weg versperren. Das war's mit den Sperren. Ja, gut. Mach dich bereit. Komm hier nicht weiter. Gut gemacht, Arthur. Na toll. Wahrscheinlich nichts. Vorsicht! Diese elende Warterei zwischen den Schlachten. Und dann diese Kerle da mit ihren Bögen. Sie schießen auf einen. Auf einen Toten. Machen mich noch ja. Irre. So läuft das im Krieg. Dann würde ich aber hinter Mast mal langlaufen. Hast du gestern unten? Ist gut. Erwischt? Ja, aber das war keine große Sache. Diese Holzköpfe jetzt nicht bewegen. Wollen unbedingt als Märtyrer sterben. Ach, Helden in funkelnder Rüstung. Man muss nur einen Schwachpunkt finden und zack! Nichts leichter als das. Und hier auffliegen werden wir. Und ein Fabric Board. Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört die endlich Pike. Wieder zu da. England. Nein! Ja. Wir und das letzte. Da, der Topf. Du brauchst doch nur eine ja. Fackel, um gut sie zu gesehen. Vertreiben. Ganz einfach. Ich hab sie gesehen. Jetzt nach links. Sei vorsichtig, du kennst die Befehle. Unter einem schweren, ne? eine schwere Kiste durch. Immer eine gute Idee. So eine hohe Belohnung. Kinder von Valois. Der Sohn und die Tochter von Ritter Robert de Roux. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern. Okay, was machen wir nun? Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein.